ist der größte Knochenfisch. Ein Mola Mola. Es ist der größte Knochenfisch, den es gibt. Ich präsentiere Wikipedia Dönki. Ach, dankeschön, Daniel. Wie geht's dir denn? Bist du arg aufgeregt auf nächste Woche? Ich glaube, von den realen Filmen, die ich gesehen habe, fand ich nur König der Löwen nicht so toll. Ja, ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich den Disney-Film von König der Löwen nicht so toll finde. Ich weiß, damit hasst mich jeder, aber... König der Löwen ist nicht mein Lieblings-Disney-Film. Wir sehen Grenzen, wenn er nur genervt von den beiden Baustellen. Och, ich je. Aber fühle ich, bin auch ein bisschen genervt von der Baustelle bei mir. Weil ich bin nämlich gestern vom Friseur nach Hause gekommen. Und hatte gerade, also ich war dann noch mal duschen. Und hab dann mein Shampoo runtergewaschen. Hatte Spülung in den Haaren. Und als ich die Spülung abwaschen wollte, hatte ich einfach kein warmes Wasser mehr. Das kann ja bei uns zurzeit immer mal wieder ausfallen. Wegen der Baustelle. Und halt genau, als ich die Spülung rauswaschen wollte. Ich habe dann wirklich im eiskalten Wasser die Spülung rausgewaschen. 8 Wochen. Bohr und Gehämmer. Ach ja, ich fühle den Schmerz, Daniel. Ich fühle den. Auch wenn es bei mir nur 6 Wochen sind. Aber ich fühle ihn. Nachdem sie mir auch die Wohnung dreckig gemacht haben. Die Schweine. Kommen sie jetzt, glaube ich, nur noch einmal zum Entlüften in die Wohnung. Und dann war es das. Sag mal, du hättest auch einfach den einfacheren Weg gehen können. Dein Scheiß ernst? Dieser Drachenfisch tanzt super. Oh ja, das ist sehr putzig. Och, echt jetzt? Verarsch mich halt. Mach doch jetzt fertig hier. Da ist noch einer. Ich muss noch einen suchen. Warum hat er mir jetzt ein 360 No-Scope gegeben? Ich brauche schon... Ich brauche noch den anderen. Was gibt es? Okay, ich habe keine Ahnung. Vielleicht verbringt Kibbel zu viel Zeit im Wasser. Warum muss es einen extra langen Weg? Ja, ich habe keine Ahnung. Damit ich mehr zu tun habe. Weil ist ja noch nicht genug zu tun hier unten. Da ist jetzt die Frage, ist jetzt das zweite noch hier hinten oder ist das zweite rechts oben? Ah, ich schätze mal hier. Weil hier ist auch noch recht viel schwarze Scheiße. Öl, so nennt man's. Und heute gab es wieder lecker Pizza, auch geil. Bei mir gibt es heute Abend, ich glaube, Curry. Oder Frischkäsereis, ich weiß noch nicht. Yes, gefunden. Ich verfinde, ich mutte. Ja, genau, es war auch links. Ich habe das auch vermutet, deswegen habe ich da mal weiter gebuddelt. Weil ich glaube, rechts oben gibt es nochmal ein anderes. Ach, das ist der! Jo. Wir haben jetzt nicht gerechnet. Wie du. Da fuhr die Polizei. Natürlich.
Das ist der rechteste Schrein, aber wir gehen nach links. Alles klar. Ja, den Zetang habe ich gesehen. Zetang wird mitgenommen. Alter. Die Strecken werden immer weirder. Der will natürlich komplett da hinten in das Eck rein, natürlich. So, niedrige Ausdauer. Ja, leck mich. Ist halt. Wofür habe ich's denn? Du gehst echt jetzt nicht wieder zurück. Nee, haben wir's jetzt. Ja, oh mein Gott, wir haben's. Ich habe ein Bildnis gefunden, Mola Mola. Die sieht, glaube ich, voll eklig, ne? Wir haben es eigentlich geschafft, vorher einen Namen fürs Essen zu haben, wenn man isst und jetzt nicht mehr. Vielleicht ist es aus Versehen rausgeflogen. Okay, die sind halt groß. Ich glaube, ich habe mal in irgendeiner Doku ein Bild von denen gesehen und fand die irgendwie ein bisschen eklig. Heißen die nicht auch Mondfisch? Ja. Die lustigen. Die nehme ich noch mit. Und dann packe ich hier meinen Anker hin. Animal Crossing bildet. Allgemein Videospiele bilden. Wie viel Wissen ich mir schon aufgrund von Videospielen angeeignet habe. Gerade Minecraft. Minecraft war mir so eine große Hilfe im Bauingenieurstudium, wenn es so um Materialien ging. Weil wir die natürlich immer nur auf Englisch gelernt haben und nicht auf Deutsch. Das war hervorragend. Ich nehme die mal mit. Auch den lieben Rittersporn. Gehen das denn so viel? Ja. Und vor allem merken wir, dass es deutlich besser auf diese Weise... Ja, eben. Gamification ist der Schlüssel zum... Ich habe den nicht geerntet. Das ist der Schlüssel zum Lernen. Die sehen immer nie aus, als würden sie... Als gehören sie geerntet. Moment. Glas... Achso. Da und da. Oh, nein. Das war richtig. Sehr schön. Ich muss auch... Die Miesmuschel muss abgegeben werden. Die Steckmuschel nicht. Nein. Dreiecksmuschel auch nicht. Nein. Das kann weg. Die Schwimmmuschel auch nicht. Morgen kriege ich die 5000 zusammen. Das ist hervorragend. Halt, der Stein kommt da raus. Ah, Müll. Perfekt. Dann kann hier nämlich... Nein. Stein, Glas. Achso, ich habe die Essenz gar nicht dabei. Hatte ich hier nicht noch irgendwo eine... Nee. Silberseed. Nee. Okay, okay, okay. Hatte ich nicht. Dann... Muss ich noch was tun? Nein, die kann ich morgen aufmachen. Die gebe ich morgen ab. Perfekt. Dankeschön für dein Lurk, Daniel. Mal schauen, welchen Stadtrang du hast. Oh ja, kann ich machen. Stimmt, den haben sie auch geupdatet, ne? Ich meine, mich erinnern zu können, dass da was stand. Von wegen Stadtrand. Rang. Stadtrand. So. Oh, hallo. Ling. G, komm schon, ich muss dir was zeigen. Folge mir. Aber ich will doch ins Museum. Bruh. Ich habe auf dich gewartet. Du gehst ziemlich langsam, G. Ach, halt's im Maul. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen, weil ich schon so aufgeregt war, dass ich dir das zeigen kann. Ich zeige es dir. Ja, zeig's mir, Baby. Ja, auf C, wobei ich dachte, dass im Discord vorher schon welche geschrieben, dass sie C haben. Ah, okay. Das ist der Tauchanzug 2.0. Kein sehr zündender Name, ich weiß. Aber er kann was.
Bei deinem Mundstück habe ich noch einen Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Eine Hörmuschel, das übersetzt dann die Sprache des Seevolks ins Deutsche. Und darüber hinaus habe ich auch noch einen Monitor bei deiner Schwimmbrille hinzugefügt. Er übersetzt alles Geschriebene in Seevolkssprache ins Deutsche. Das finde ich irgendwie süß, dass sie das Deutsche geschnommen haben. Das wirst du brauchen, vertrau mir. Also, dass sie die Sprache dazu gepackt haben. Danke, Ling, ich bin schon so aufgeregt, dass ich wieder mit dem Seevolk sprechen kann. Das wurde alles verdächtig schnell erledigt. Hast du das so schnell hingeregt? Hast du das angestellt? Ich bin ziemlich eifersüchtig, wenn nur... Nun ja, ich glaube, das ist alles. Hab viel Spaß im Wasser. Göttin im Himmel, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du sonst noch da unten zu Gesicht bekommen wirst. Bleib ich jetzt hier oder gehe ich wieder zurück? Ich bin wieder zurück. Okay, das ist okay. Ich musste sowieso auch ins Labor, weil die noch irgendwas für mich hat, aber... Scheiß drauf. So, wir ernten das alles einmal. Und hoffen, dass wir auch ein bisschen Bronze-Sachen mitkriegen. Jawohl! Dann wird dies langsam hier mal voranbekommen. Da die Okra. Also, ja. Quatsch, die war hier, ne? Für... Ach, Meersalz brauche ich noch. Scheiße, ich muss das Meersalz mitnehmen. Aussprache, G, Aussprache. Wir brauchen... Nein? Da. Ozeanbeute, Miesmuschel. Okay. Dann zurück... Hierher, weil bis 9 Uhr schaffe ich es easy peasy zum Schmied. Und dann mache ich die kurz auf. Dann können wir hoffentlich wieder was abgeben. Und dann geht es wieder runter zum Tauchen. Nein, Quatsch, geht's gar nicht. Was brauche ich für mein... Was ist mein Handy? Was brauche ich für mein Hausupdate? Was brauchte ich dafür? Alter, mach das Foto auf. Handy, danke. Holz, Stein, Bronzebarren, Silberbarren. Okay, kriegen wir hin. Holen wir dann gleich. Und dann gibt's Hausupdate. Endlich. Jesus! Jesus! Hausupdate! Jawollo. Wir sind jetzt eine Stunde zu früh. Jetzt hätten wir auch noch unsere Sachen holen können, ne? Ach, okay. Stadtrang. Stadtrang. Stadtrang, glaube ich, kann ich jetzt schon aussuchen, ne? Stadtrang war im Dinggebäude. Glaube ich. Keine Ahnung. Sehe ich gleich. Im normalen Stadtding, ne? So, würde zumindest... Im Dinggebäude ist richtig. Okay. War doch hier, ne? Town Hall und dann da hinten irgendwo. D. Na, guck mal. D sind wir. Bewertung von Starlet Town. Kann ich das auch genauer irgendwo begutachten? Budget von Coral Island. Ich bin D. Oh, was eine süße Kleinigkeit. Er will ein Bild aufhängen und haut sich auf die Finger. Echt jetzt? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. In 1-0, okay. Oh, lol. Ach ja, jetzt sehe ich's. Hi, Frank. Wegen des Regens mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Geben Sie ihm einen Tag oder so und ich bin sicher, es wird aufhören. Wem? Dem Regen? Okay. Ich gebe dem Regen einen Tag. Ab nach oben. Und zum Schmied. Und dann wieder zurück zur Stadt. Und dann gehen wir... Echt mal, gibt den Regen etwas Zeit. Ja, Entschuldigung. Es tut mir leid, Regen. Ich wollte dich nicht stressen. Sorry. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. So, Schmied. Gib mir schöne Sachen.
Ja, damit kann ich leben. Ist auch okay. Ich habe jetzt mit schöneren Sachen gerechnet. Ich renne mit dem Schwert in der Hand. Ach so, Entschuldigung. Ich habe einen Lollipop in der Hand. Ist das okay? Darf ich damit rennen? Oh, mein Bauch knurrt, ich habe Hunger. Ja, ist okay, okay. Dann renne ich jetzt nur noch mit Lollis in der Hand. Hallo. Kam, der Carpenter hat auch offen. Das ist sehr gut. Oh, ich habe was gefangen. Eine Cricket. Sehr schön. Ich muss die öfter wo aufstellen. Die sind richtig praktisch. Ich glaube, der Cricket habe ich auch noch nicht abgegeben. Genau. Ich brauche jetzt... Sag mir noch mal, Handy, bitte. Holz. 100 Stück. Ich brauche die. Die Fallen sind echt gut. Und die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer. 100. Dann brauche ich 50 Stein. Ich kann dir gleich zeigen, wie teuer die sind. Oh, hoppala. 50 Stein, Bronzebarren, Silberbarren. Genau. Genau, nur Silberbarren, Fasernholz. Easy. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen Offstream jetzt spielen, damit ich angeln kann. Oh ja. Weil Fische brauchst du ja auch für die... Für den Altar. So, Bronze, Silber, perfekt. Carpenter, ich komme. Ja. Vergessen wir, dass man ein bisschen schneller laufen kann. So, guten Tag. Kann mir der eh nichts machen, wenn ich das mit dem Rang richtig verstanden habe. Oh. Nein, ich will dich nicht beschenken. Hausaufwerten. Ja. Fantastisch, vielen Dank. Ich werde gleich morgen früh loslegen. Ich sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja. Geile Scheiße. Wir haben Stufe 1. Habe ich eigentlich auch so... Ach, Stadtbewertung. Ah. Okay, ich habe überall E, bin aber Rang D. Das macht Sinn. Das macht total Sinn. Ach, Riesen. Habe ich da auch? Das ist neu. Ach, da können. Das wollte ich gucken. Er hat den Verkaufspreis, schon so viele Gegenstände einzusammeln. Oh ja. 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 Okay. Beim nächsten Mal machen wir den Seentank. So. Ich wollte runter zum Angeln, ne? Hä? Das ist neu. Meinst du die Stadtbewertung? Oder die Person? Weil die Person ist safe neu, dass du da die Riesen drin hast. Weil wir gucken da relativ oft drauf. Bewertung? Das kann auch gut sein, dass die neu ist. Ich hab auch nicht im Kopf, dass ich die schon mal gesehen habe vorher. Aber gut, im letzten Update kam ja auch einiges. Also, so ist es ja nicht. Gestern sehe ich, dass mir in der Liste eine Person fehlte. Ja, ich habe auch ewig gebraucht, bis ich die jetzt dann alle hatte. Ich glaube, ja, jetzt mittlerweile habe ich alle. Aber ich habe ewig auch gebraucht. Ich glaube auch letztes Mal, als ich sie gestreamt habe, habe ich die letzte Person noch gefunden. Aber schon Sommer und wir haben eine Person noch nicht. Bei mir ist der Captain vom Schiff. Boah, ich weiß gar nicht, wer es bei mir war. Irgend so ein random Dude, der mal einfach irgendwo hingelaufen ist. So. Tauchen! So, da ist jetzt irgendwo das letzte... Ja, wunderbar. Da ist auch Salz. Das kann man gleich mitnehmen. Brauche ich ja für den Exkubinator-Ding. Sehr gut. Ein Schätzchen. Ein purpurner Seeigel. Jawohl. Ja, und das auch noch gleich mit dazu. Ja, ist hervorragend.
ist ja ein Träumchen, was hier passiert. Letzte Woche ist gefühlt gar nichts passiert und heute so viel. So, das liegt natürlich im Weg. Was liegt als nächstes? Du liegst als nächstes im Weg, okay. Du natürlich auch. Oh! Wir haben es schon. Oh, es könnte sein, dass das ja jetzt weggeht. Und wir da dann weiterkommen. Boah. Jetzt kann ich ja sagen, Tierchen für die Kategorien des Segel gibt es auch alle erst, seit du die Wurzel freigelegt hast. Oh, geiler Scheiß. Da ist wieder so eine Muschel.